So, aktuell befinde ich mich auf der B221N. Die Senke, wo vor kurzem eine Überschwemmung gegeben hat, man kann es hinter mir gerade sehr schön sehen, läuft derzeit wieder voll. Also wenn ihr hier lang kommt, fahrt ein bisschen vorsichtig in der Kurve. Da kommt ordentlich Wasser runter und es steht auch schon ordentlich Wasser. Die Straßenmeisterei hat schon die Beschilderung hingestellt, dass es hier mit Überflutungsgefahr zu rechnen ist. Also wie gesagt, B221, wenn ihr in Orsbeck auffährt, die erste Schikane, oder wenn ihr von oben runterkommt, halt eben hinter der Kurve, wo die Warnschilder stehen, Obacht, da könnte es nass sein. Stell dich doch mit dich rein. Ist doch voll lustig. Wird aber nicht gehen. Ja, ich bin jetzt hier an der Ruhr zwischen Kempen und Ophofen. Ich bin jetzt mitten in der Ruhr. Wir sind gerade im Rad, in Randrad gewesen, wo wir uns das Hochwasser einmal angeschaut haben. Hier kommt es aus. Noch geht es. Hier ist noch gut 1,5 bis 2 Meter Platz, ehe auch die Ruhr über die Ufer tritt. Allerdings überlegt man gerade vom Wasserverband im Ruhrsee Wasser abzulassen. Das heißt also, im Laufe des Tages, je nachdem wie die Leute sich da entscheiden, könnte es auch hier dazu kommen, dass die Rad- und Wanderwege überschwemmt sind. Naja, wir halten das Ganze im Auge. Trotz des ganzen Regens wünsche ich euch mal einen schönen Tag. Bis dahin dann. Ciao!